Warum gibst du 60 Euro dafür aus, dass du 60 Euro PSN-Guthaben hast? Geh einfach auf ineba.com. Schau dir an, welche PSN-Karte du haben willst. Schau dir an, welches Spiel du haben möchtest. Für eine 50 Euro PSN-Karte zahlst du über 12 Euro weniger mit dem Code Chappy. Moin Leute, was geht? Herzlich willkommen auf meinem Kanal zurück. Heute kleines Real Talk Video. Worüber sprechen wir? Ihr habt es im Thumbnail höchstwahrscheinlich gesehen. Und ich weiß noch nicht, wie der Titel vom Video aussieht, aber ich überlege schon die ganze Zeit und mir wird was Gutes, Passendes einfallen. Ihr wisst es ist seit vielen, vielen Jahren gang und gäbe. Call of Duty released jedes Jahr neu. Das heißt, Activision wählt eigentlich diesen Dreijahreszyklus aus. Ein Jahr Infinity Ward, ein Jahr Treyarch, ein Jahr Sledgehammer. Dazu kommt immer so ein bisschen Kooperation mit Binox Software oder. Und nach diesem Dreijahreszyklus geht es wieder von vorne los. Das haben wir relativ viele Jahre gehabt und es war auch relativ lange erfolgreich in Anführungsstrichen. Mittlerweile, in den letzten 3 Jahren, hat sich dieses ganze System aber notgedrungen geändert. Die Gründe haben wir alle mitbekommen. Black Ops Cold War war eigentlich ein Game, was Sledgehammer Games gemacht hat. Sledgehammer Games konnte sich mit Raven Software aber nicht an einen Tisch setzen und zusammen, gemeinsam, an diesem Game arbeiten. Was also gewesen ist, nach fast 2 Jahren Entwicklungszeit hat Activision gesehen, das klappt nicht, das Spiel wird nicht fertig, wir werden es nicht hinkriegen, hier ist alles drunter und drüber, Chaos. Und was haben sie gemacht? Sie haben ihren einzig verbliebenen Joker geholt. Und wer ist das? David von der Haar, Tony Flame, Treyarch Studios. Treyarch hatte also trotz dieser Pandemie ungefähr ein Jahr Zeit, um ein Game, keiner von uns weiß, wie weit fertig das tatsächlich war, aber ich kann mir nur vorstellen, dass es nicht wirklich weit war, mussten dieses Game komplett also von vorne bis hinten nochmal aufarbeiten, mussten das gesamte Setting nochmal ändern und. Dazu hatten sie ein Jahr Zeit und die Rufe vor über einem Jahr von großen YouTubern wie Drifter, Exclusive Ace, von Haptic und, sind so groß gewesen und die Leute haben gesagt, Leute, wenn COD nicht fertig wird, released es nicht im November. Released es doch mal im Februar notfalls oder im April oder macht ein Jahr Pause. Und ich wäre ein Riesenfan davon gewesen. Dazu muss man sagen, ihr wisst das ganz genau, Modern Warfare ist gar nicht mein Spiel. Ich finde es einfach schrecklich, ich finde das Setting schrecklich, es gefällt mir einfach nicht. Und das sollte jeder jedem auch so lassen. Wer seine Meinung hat, darf sie so vertreten. Es gibt auch ganz viele Leute, die sagen, Call of Duty Ghost ist ein Scheißspiel und ich hab's geliebt, ich liebe es immer noch. Jeder hat seine eigene Meinung, jedes Spiel ist auf dem anderen zugeschnitten, damit muss man leben. Was aber selbst ich genommen hätte, wäre ein Jahr COD-Pause, also kein Black Ops Cold War in 2020, sondern meinetwegen erst im November 2021. Dafür ein fertiges Produkt mit allen Maps, mit allen DLC-Inhalten von Anfang an. Wo man dann eben noch Zeit gehabt hätte, monatlich zu den Seasons neue Dinge dazu hinzuzufügen. Ich hätte auch damit leben können, dass Warzone dann eben noch ein Jahr Hardcore weiter geupdatet wird, was es sowieso wird, und dass auch Modern Warfare einfach noch ein Jahr weiter Updates bekommt, neue Waffen, neue Maps, alles Mögliche. Selbst ich, der Modern Warfare nicht spielt, hätte das lieber gesehen, als das, was wir jetzt wieder haben. Dieser Zyklus von 3 Jahren hat nicht gut funktioniert. Treyarch musste einspringen. Treyarch hat schon Black Ops 4 eigentlich nie fertig rausgebracht, weil sie währenddessen an Blackout gearbeitet haben. Blackout hat so viel Zeit in Anspruch genommen, dass der Multiplayer in Black Ops 4 im Prinzip hinten anstehen musste. Infinity Ward ist das erste Studio seit 4 Jahren, was wirklich 3 komplette Jahre Zeit hatte für Modern Warfare und für Warzone. Und man muss eins sagen, egal was man von Modern Warfare hält, Warzone ist ein unglaublich gutes Battle Royale. Mich persönlich nerven Battle Royale mittlerweile, ich liebe einfach Multiplayer und ich würde mir von Herzen einen guten Multiplayer wünschen. Nichtsdestotrotz muss man eben Credit da geben, wo es auch hingehört und in dem Fall Warzone absolut genialer Battle Royale und Infinity Ward hat mit beiden Games zusammen sehr viel Arbeit gehabt und man sieht aber auch, was möglich ist, wenn man 3 Jahre ununterbrochen an einem Projekt arbeitet. Jetzt sind wir in diesem Lebenszyklus, dass rein theoretisch Treyarch auch im nächsten COD eigentlich wieder die Hauptverantwortlichkeit haben sollte. Das wird natürlich nicht funktionieren. Black Ops Cold War wird jetzt noch ein Jahr Updates bekommen, daran wird weitergearbeitet. Mit der Pandemie ist es unmöglich, das Team noch weiter aufzuteilen. Das heißt, wir könnten uns fragen, was passiert eigentlich nächstes Jahr? Und in dem Moment muss man ganz klar sagen,
es weiß keiner. Es gibt auch keine Gerüchte. Es ist auch eigentlich viel zu früh, um darüber zu philosophieren. Aber man muss sich ja die Frage stellen, was passiert im nächsten Jahr? Infinity Ward ist mit Modern Warfare und Warzone voll eingespannt. Die werden keine Zeit gehabt haben, im letzten Jahr auch noch ein neues COD zu entwickeln. Treyarch ist komplett eingespannt gewesen mit den Vorbereitungen für Black Ops Cold War. Und da schwöre ich euch, Leute, Blackout 2 wird auch noch zurückkommen. Es gibt so viel Images, so viel Leaks, so viel Gerüchte darüber. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Blackout, was auch ein großer Erfolg war, vielleicht nicht ganz so gut wie Warzone. Vieles aus Warzone hat man in Blackout gelernt und besser gemacht. Aber auch Blackout 2 wird irgendwann zurückkommen. Was ist denn jetzt der Status mit Raven Software und Sledgehammer Games? Das letzte Sledgehammer Games Game war World War 2 und WW2 war für mich kein schönes COD. Das Setting haben sie gut getroffen mit dem Zweiten Weltkrieg. Generell, das Setting hat mir gefallen. Es war für mich einfach nur kein gutes COD. Es hatte unglaublich viele Bugs und. Aber es war, und das muss man so sagen, zumindest nach dem Update und nach den Patches nach einem halben Jahr, ein eigentlich fertiges COD. Was macht Sledgehammer Games jetzt dieses Jahr? Oder was machen sie nächstes Jahr? Kriegt Sledgehammer Games jetzt sozusagen eine neue Chance? Aber eigentlich müsste das COD, was nächstes Jahr rauskommt, ja schon seit 2 Jahren in der Bearbeitung sein. Wie sollen die an dem gearbeitet haben, wenn sie eigentlich bis vor einem Jahr an diesem COD gearbeitet haben? Also, was man wirklich zusammenfassend einmal sagen muss, ist dieser Zyklus, dieser Kreisel von jedes Jahr ein Entwicklerstudio, 3 Entwicklerstudios, jedes Jahr ein COD. Dieser Zyklus muss unterbrochen werden. Ich weiß, Activision wird es nicht tun und das hat 2 ganz einfache Gründe. Das erste, sie haben einen Joker in der Hinterhand. Der Joker heißt Modern Warfare Remastered Multiplayer. Wir haben es ja schon als Kampagne und als Multiplayer bekommen. Und genauso haben wir die MW2 Remastered Kampagne bekommen. Was aber, und das ist bestätigt, schon lange fertig ist und eigentlich nur schläft und wartet, released zu werden, ist der MW2 Multiplayer, den wir alle spielen könnten. Und ich schwöre euch, Leute, sollten sie sehen, dass eins der nächsten COD von den Verkaufszahlen, von den Spielerzahlen, von den Ingame-Purchases eine absolute Schande wird oder eine absolute Blamage, werden sie nicht zögern, Modern Warfare 2 Remastered Multiplayer rauszubringen. Einfach um die Zeit bis zum neuen COD zu überbrücken. Activision ist ein Unternehmen, was darauf orientiert ist, Profit zu machen. Und zwar so viel wie möglich. Deswegen haben wir Skill-Based Matchmaking. Deshalb werden wir auch kein Jahr sehen, in dem COD einfach pausiert. In dem ein Entwicklerstudio ausreichend Zeit bekommt, um ein fertiges Produkt auf den Markt zu bringen. Denn wir Kunden, wir Customer, wir zahlen die vollen Preise jedes Jahr. Und seit 3 Jahren sitze ich hier und predige und ärgere mich, dass ich Games habe, die nicht fertig werden. Eine ähnliche Problematik hat man. Es macht für mich durchaus Sinn, dass FIFA jedes Jahr neu kommen muss. Neue Lizenzen, neue Spieler-Updates und. Aber ich finde, zum einen, die letzten Jahre FIFA hat sich rein von mir, und ich spiele nur ganz selten FIFA, wirklich einmal die Woche, ich bin also kein Experte, vielleicht erzähle ich Unsinn, aber es ist mein Gefühl, FIFA hat sich in den letzten Jahren meiner Meinung nach kaum geändert. Jedes Jahr, wenn ich mir angucke, was bei FIFA neu kommt, ist es, dass irgendein Modus ein bisschen geändert wurde. Es gibt dann wieder einige neue Updates für die Spieler. Dann werden die Scouts ein bisschen verbessert. Im einen Jahr sind die Flanken mit Kopfbällen in den 16er sehr gut. Im anderen Jahr ist es Kurzpassspiel. Manchmal sind Freistöße gut, manchmal sind Ecken einfach, manchmal sind sie unmöglich. Jedes Jahr ändert sich bei FIFA ein kleiner Teil. Und ich habe immer das Gefühl, dass der Aufwand, um dieses neue FIFA zu machen im Jahr darauf, überhaupt gar nicht großartig ist. Und trotzdem verkauft FIFA dieses Game jedes Jahr für 60, 70, 80 Euro. Pro Evolution Soccer zum Beispiel haben, glaube ich, vor 1 oder 2 Jahren gesehen, oh, wir hatten nicht so viel Entwicklungskosten, haben das neue COP-PES rausgebracht und haben den Preis im Verkauf gesenkt. Und zwar von Anfang an. Und da mussten die Leute, glaube ich, nur um die 30 Euro zahlen für das neue Pro Evolution Soccer anstatt 60 oder 70 Euro. So etwas, Jungs und Mädels, werden wir von Activision nicht sehen. Wir werden sowas niemals. Es wird nicht passieren. Sie werden nicht sagen, das Produkt ist nur halb fertig, ihr braucht nur die Hälfte zahlen. Und dieses große, dieses Hypen um, ja Leute, ihr kriegt alle DLCs umsonst und die Waffen umsonst und ihr braucht nie wieder DLC-Maps kaufen. Bitte Leute, denkt mal drüber nach. Das ist richtig, dass wir mit den Seasons neue Waffen, neue Maps, alles Mögliche bekommen. Aber das, was wir alles dazu bekommen, ist schon seit 2 Jahren das, was früher im normalen Game mit drinne war.
Ich habe noch nie erlebt, dass man mit einer Season erst neue Score-Streaks bekommt. Dieses Mal ist es so. Die Score-Streaks, die fehlen vom Anfang an, werden jetzt in der Season 1 nachkommen. Und dann wird es welche geben, die in der Season 2 nachkommen. Ganz ehrlich, Leute, das finde ich sowas von behindert. Und dann wird den Leuten und den Kunden erzählt, ihr kriegt die Maps umsonst, die Waffen umsonst. Die Sachen sind aus dem Hauptgame von Anfang an einfach rausgeschnitten und werden mit den Monaten hinterhergeworfen und dann wird das so verkauft, als wenn Activision für uns nur das Beste wollen würde. Dafür, Leute, habe ich ernsthaft kein Verständnis mehr. Und natürlich sitze ich hier und lade 2-3 Videos in der Woche hoch. Und natürlich sitze ich hier jedes Jahr und spiele COD, bis auf letztes Jahr Modern Warfare. Aber das hat auch noch einen anderen Grund. Ich bin nicht nur ein Vollblut-COD-Spieler, ich bin auch ein kleinerer Content-Creator, ich habe Spaß dran, ich mache gerne Content, ich sitze hier gerne und schneide und überlege mir Themen und natürlich verdiene ich auch ein paar Euro damit im Monat. Letzten Monat, und das kann ich euch erzählen, habe ich ca. 360 Euro mit YouTube verdient. Mit Eneba als Partner, ich bekomme ja für meine Werbung dort auch ein bisschen Geld natürlich, und mit meinen monatlichen Einnahmen für die Werbung auf den Videos. 360 Euro, Leute, ich möchte jetzt hier öffentlich nicht darüber sprechen, was ich verdiene, ist schön nebenbei zu haben, aber es macht mich jetzt weder reicher noch armer. Das heißt, ich mache das hier natürlich nicht nur, um Geld zu verdienen, sondern eben, ich verdiene Geld, ich habe Spaß, ich habe in den Jahren tolle Leute kennengelernt. Es ist für mich ein Hobby und ein Ausgleich und ich feiere das, dass ihr zuschaut, dass ihr Spaß dran habt und alles Mögliche. Aber es ärgert einen einfach, wenn man als Content Creator hier sitzt und die neuen CODs anspielt und denkt, dieses Jahr müssen sie doch gelernt haben. Dieses Jahr können sie sich das doch nicht wieder erlauben. Dieses Jahr muss doch endlich mal der Knall sitzen. Und dann sieht man nach 3 Monaten die höchsten Verkaufszahlen. Es kommen immer mehr neue Leute dazu, was eigentlich was Schönes ist. Die CODs werden eigentlich immer schlechter, haben weniger Inhalt, haben weniger Content. Die Entwicklerstudios hören immer weniger auf einen. Es werden Dinge dann irgendwann verbessert, wo die Community das feiert, die eigentlich gar nicht passieren dürfen. Ich habe auch manchmal das Gefühl, dass die CODs gar nicht mehr getestet werden. Ich habe wirklich das Gefühl, in Modern Warfare zum Beispiel, kam diese neue Waffe, mit der ihr mit diesem bestimmten Patronen, mit diesem Vollmantel geschossen, durch die ganze Karte schießen konntet. Mir muss einer erklären, wie das möglich ist. Sowas wird doch neu integriert ins Spiel und dann gibt es da private Server und Playtester, die das ausprobieren. So viel Bugs, so viel. Also es gibt einfach, um das einmal abzuschließen, so viel Sachen jedes Jahr in COD, in jedem COD, wo ich mich frage, als Content Creator, als Spieler, als Fan dieser Reihe, wie kann das sein? Warum ist das so? Warum sieht das keiner? Warum ist das so? Und letzten Endes ist die Überschrift, warum ist das so? Activision möchte weiter Geld verdienen. Und solange wir alle, und da muss ich mich mit einschließen, CODs jedes Jahr kaufen, ich muss es schon allein für den Kanal natürlich, solange man sich COD kauft und die Ingame-Inhalte kauft und das weiter unterstützt, wird es auch so bleiben. Die Hoffnung, dass Activision von alleine drauf kommt, dass man diesen Zyklus unterbrechen muss und vielleicht mal ein Jahr Pause machen muss, wird, glaube ich, nicht mehr in meinem Leben passieren. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich würde mich über eine Bewertung von euch freuen. Gerne einen Kommentar dazu. Wie seht ihr das? Sollte COD ein Jahr Pause machen oder sollte COD weiter jedes Jahr halbfertige Games rausbringen? Ich bin raus für heute. Ich hab euch ganz, ganz doll lieb. Genießt die Weihnachtszeit. Muah.